Kohle machen aus altem Krempel. Ich probiere es aus. Ich habe bis jetzt minus 50 Euro. Denn die Preise explodieren. Bundeskanzler Scholz geht angesichts der hohen Inflation von einer längeren Krise aus. Die Preise steigen immer weiter. Der Krieg treibt demnach vor allem die Preise für Energie, Rohstoffe und Getreide in die Höhe. Und in Verkaufssendungen wie Bares für Rares wirkt es immer so, als ob das echt gut klappt. Yeah. Deswegen will ich checken, wie gut klappt das wirklich. Und eine professionelle Antiquitätenschätzerin bewertet, wie ich mich dabei anstelle. Dieser Bart juckt. So, jetzt geht's ans Auspacken, denn wir haben euch gefragt, ob ihr uns eure Schätze zuschicken könnt. Und es kamen zwei Pakete an. Die bringt mir jetzt mal netterweise, oh Gott. Die Autorin des Films, Lisa. Oh Gott, ist das schwer. Und ich würde sagen, das ist ja sehr spannend, was hier drin ist. Wenn es sich nicht um seltene Objekte handelt, wird es schwierig. Sagt die Kunstsachverständige Diana Lamprecht. Sie schätzt beruflich Kunst und Antiquitäten, auch auf Instagram. Vielleicht nicht ganz so. Oh. Die Pakete kommen von euch. Ich will zwei Schätze aus der Community verkaufen. Plus ein Buch, das hier noch rumfliegt. Ich liebe ja Auspacken, ne? Ich bin gespannt, glaube aber auch, dass ich eigentlich alles zu Kohle machen kann. Und natürlich will ich möglichst viel Cash für die Community rausholen. Ehrensache. Ach ja, Kerzenständer. Ah ne, nicht kein Kerzenständer. Okay, hallo. Hallo, kleiner Mann. Dich müssen wir verkaufen. Das sieht auf jeden Fall alt aus, ne? Oder? Ja, auf den ersten Blick wäre ich da skeptisch, ob es sich wirklich um ein altes Objekt handelt. Das würde ich erstmal bezweifeln. Die Figur kommt von Anna aus der Community. Sie hat mir dazu auch eine Videobotschaft geschickt. Ja, wir haben diese Statue im Nachlass meines Vaters gefunden. Mein Bruder hatte mal herausgefunden, dass es wohl eine alte Römer-Gladiator-Statue aus dem Material Resin ist. Resin ist ein Kunstharzguss. Das heißt, es ist gegossen. Das heißt, es ist kein Original in dem Sinne. Und hat auch ähnliche für um die 150 Euro im Internet angeboten bekommen. Und sind deswegen sehr gespannt, ob du das an den Mann oder die Frau bekommst. Wenn irgendwer das im Internet für 150 verkauft bekommt, dann bekomme ich das allemal hin. So, und jetzt geht's an das Riesenteil hier. Irgendein Möbelstück? Also ich finde sie echt stylisch. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Aber die braucht man ja heute nicht mehr, ne? Also es ist ein schwieriges Objekt, einfach aufgrund der Maße und des Gewichts. Und der Zustand ist vielleicht dann auch zu schlecht. Hallo, liebe Lea. Nadine hier. Hallo, Nadine. Woher hast du die Waage? Die habe ich bei meiner Oma im Keller gefunden. Leas Opa hat in den 50er Jahren jemandem beim Schlachten geholfen. Als Dankeschön hat er die Waage bekommen. Was glaubst du denn vom Bauchgefühl, dass die wert ist? Was ich auf eBay gesehen habe, war auch eine Reski-Waage. Und die wurde für 25 bis 30 verkauft. Die gab es aber mehrmals. Aber diese Waage habe ich so leider noch gar nicht gesehen. Außer mit einem Aufdruck. Und diese hat auf eBay 150 gekostet. Ich sag schon mal vielen, vielen lieben Dank für die Mühe und dass ihr euch darum kümmert, weil wir waren echt gesagt restlos überfordert. Ja! These are a few of my favorite things. Wir haben also die Waage, für die sich Lea zumindest 30 Euro wünscht. Anna würde ihre Statue am liebsten für 150 Euro loswerden. Und dann habe ich ja noch das Buch. Dafür will ich am liebsten 10 Euro. Aber wie viel ist das Zeug wirklich wert? Im App Store finde ich eine Antiquitäten-Schätz-App. Die soll mir das angeblich sagen können. Und sie ist erstmal kostenlos. Ich bin ja immer skeptisch bei so Apps, ne, wenn die kostenlos sind. Wie machen die hier Kohle, die Freunde, ne? Die App selbst ist zwar kostenlos, aber die Schätzung kostet jeweils 25 Euro. Ah, das ist aber schon viel Geld.
Das benötigt einfach Recherche. Und insofern muss das auch vergütet werden. Machen wir das, Lisa? Also schätzen wir das jetzt wirklich? Ja. Das ist ja richtig spannend. Ach, heftig. Schätzung starten. Einfach Fotos hochladen, Gegenstände ausmessen und beschreiben. Römer-Gladiator-Figur, wahrscheinlich aus dem Material Resin, in einem Top-Zustand mit vielen Details. Und 1 bis 3 Tage später soll ich schon eine Einschätzung für die Waage und die Statue kriegen. Übermittlung war erfolgreich. Beides jetzt in Schätzung. Als nächstes ist das Buch dran. Ich versuche es auf 3 verschiedenen Online-Plattformen loszuwerden. Mal sehen, wo ich am meisten dafür kriege. Wir starten mit dem Klassiker eBay Kleinanzeigen. Die Anzeige selbst ist kostenlos. Ich muss nur ein bisschen Zeit fürs Einstellen investieren. Und natürlich in den potenziellen Kundenkontakt. Soll ich Verhandlungsbasis oder Festpreis? Ich glaube, die Leute lieben verhandeln. Aber dann musst du natürlich mal mit denen schreiben. Na, ich könnte VB 10 Euro machen. Boah, das glaubst du, das macht? Ich glaube nicht, aber wir können es probieren. Anzeige aufgeben. Boom. Aber ich fahre natürlich mehrgleisig. Der Momox extra für Bücher. Die App Momox soll noch einfacher funktionieren. Barcode scannen und ich soll sofort ein Angebot bekommen. Klingt ja gut. Wie? Sie erhalten 0,16. Das ist ja nichts. Habe ich noch eine Alternative, Lisa, fürs Buch? Ja, du kannst noch die Flohmarkt-App benutzen. Okay. Spock. Wie hieß nochmal das Wort, was Bibi Langstrumpf immer gesagt hat? Spunk? Spunk, genau. Spock funktioniert wie ein Flohmarkt, nur online. Auch diese App ist kostenfrei. Ah ja, hier gibt es auch das Buch wieder, wird angeboten. Ah, hier auch für 10 Euro, für 6 Euro. Na, dann bleibe ich hier auch erstmal bei meiner Dreist ist geil Schiene und sage 10 Euro Verhandlungsbasis. So, und jetzt verkaufen. Online. Ich bin gespannt, was bei Schätz-App und Bücherplattformen rauskommt. Und? Ich werde morgen das erste Mal Pfandleihhäuser abklappern. Da bekommt man wohl direkt Geld auf die Kralle. Tadam. Also ab zum Pfandleihhaus. Aber das ist schon stabil, oder nicht? Kann man nur hoffen. Jedes Mal, wenn man ein Objekt anfasst, ist es in Gefahr, im Zustand schlechter zu werden. Aber hilft ja nichts. Ich nehme alle 3 Teile mit. Oh Gott. Auf den Webseiten der Pfandleihhäuser steht übrigens, dass man mit seinen Sachen einfach vorbeikommen kann. Ich bin optimistisch. Aber was sagt die Expertin? Aber ich denke, dass das Pfandleihhaus wahrscheinlich genauso die Problematik hat. Werden wir das überhaupt los im Falle eines Falles? Ich werde meine Funke jetzt hier abnehmen, weil ich da ohne Kamera reingehe und euch danach erzählen, wie es gelaufen ist, damit wir wirklich das echte Erlebnis haben. So. Das war ein ganz kurzes Vergnügen. Er so, was haben Sie denn? Ich so, eine Waage, ein Buch und eine Kunstfigur. Da meinte er, sowas nehmen wir leider gar nicht an. Bei uns leider nur Gold und Silber. Ja, wie befürchtet. Aber ich probiere es weiter. Ich gehe jetzt in den nächsten. Super höflich, super lieb, aber die haben mir direkt gesagt, dass ich gehen kann. Ein Pfandleihhaus steht noch aus. Vielleicht schauen Sie sich die Sachen wenigstens mal an. Das ist ein harter Ritt. Wir nehmen nur Gold, Silber, Münzen, Elektrogeräte von Samsung bis iPhone und Kameras. Ich würde sagen, nächste Etappe, weil mit Leihhäusern wird es irgendwie nichts. Ich bin jetzt 2 Tage dabei, Kohle zu machen und ich habe bis jetzt minus 50 Euro. Ich habe 50 Euro für den Antiquitätencheck bezahlt und habe bis auf eine Rechnung nichts. Ich habe noch so große Töne gespuckt. Ich verkaufe alles und bestimmt für einen super Preis. Ja, bis jetzt läuft es richtig gut. Nächste Mission ist, die beiden Gegenstände auch auf eBay Kleinanzeigen hochzuladen. Origi. Ich verkaufe aus Vintage, ein kompletter Kaufmannsgucker, Waage,
und Funktionsfragen. Gladiator. Online. Ich pokere auch hier erstmal hoch. Waage 200 Euro Verhandlungsbasis, weil die aus meiner Sicht echt ein Schmuckstück ist. Bei der Statue bin ich nicht ganz so positiv gestimmt. Aber ich versuche es mit den 150 Euro, die mir Anna genannt hat, als Verhandlungsbasis. Vielleicht findet sich ja ein Sammler. Beim Buch waren die 10 Euro auf jeden Fall viel zu hoch angesetzt. Da gehe ich runter auf 5. Montagmorgen, gibt's irgendwelche News? Ups. Oh, ach krass. Hat ein bisschen länger gedauert, eine Woche, aber wenigstens kam was an. Schätzung über Kaufmannswaage. Nahezu unverkäuflich. Genau so. Ja. Nahezu unverkäuflich klingt gerade richtig kacke. Allenfalls wäre ein Verkauf über ein Internet-Auktionshaus bzw. den Internet-Kleinanzeigenmarkt zu realisieren. Kacke. So, das große Spannende, es steht jetzt hier ein Preis. Ich sag's euch, 20 bis 30 Euro. Ich guck mal nach der Figur. Markteinschätzung. Maschinell hergestellte Figuren dieser Art sind allenfalls über einen privaten Flohmarkt oder den Internet-Kleinanzeigenmarkt zu verkaufen. Vielleicht überlegen wir nochmal auf den Flohmarkt zu gehen. Jetzt zum Preis. Auch 20 bis 30 Euro. So ein Scheiß, ey. Ich reduziere die Preise für meine Schätze auf 30 Euro bei eBay Kleinanzeigen. Außerdem versuche ich es bei Antiquitäten und Trödelhäusern. In der Hoffnung, hier Erfolg zu haben. Ich halte das prinzipiell für eine gute Idee, weil die Händler vor Ort, die wissen, was sie im Laden haben, was ihre Kunden suchen und sind tatsächlich gute Ansprechpartner, kennen sich fachlich gut aus. Man muss bedenken, dass so ein Händler, der hat Laden, der hat Angestellte. Das heißt, falls man etwas verkauft, wird der natürlich nicht den höchsten Preis geben. Guten Tag, ich habe zwei Sachen zu verkaufen und wollte einfach mal kurz bei Ihnen nachfragen, ob die für Sie relevant wären und ob ich sie dann vorstellen könnte. Dann vielen Dank Ihnen. Ciao, tschüss. Er meinte, Waage ist ein Dekoobjekt, das ist keine Antiquität. Es ist nichts Wertvolles. Und bei der Figur meinte er leider auch nicht. Er meinte, die ist wahrscheinlich nach dem Krieg. Er sucht eher Sachen vor dem Krieg. Und auch Material, Kunststoff nicht gut. Wenn die Bronze wäre, dann könnten wir reden. Ich habe eine Kaufmannswaage. Haben Sie schon viele? Das ist irgendwie so schade. Die ist halt super schön. Ja, Sie haben schon so viele. eBay Kleinanzeigen, ja, und wo noch? Wirklich, also Sie würden es abgeben, einfach für umsonst. Das ist ja richtig kacke. Wenn ich eine Privatperson wäre, dann hätte ich schon längst aufgegeben. Ist nur Frust. Das ist natürlich ein großer Aufwand. Insofern ist es manchmal vielleicht tatsächlich interessant, einen Flohmarkt zu machen mit vielen Objekten. Aber ob man da alles verkauft, ist dann eben auch fraglich. Und es entstehen eben auch Kosten wie Standgebühren. Ja. Also, ich bin jetzt auf noch was gestoßen, das heißt wisemarkt.com und ich werde schon direkt von den ersten zwei Sätzen gecatcht. Es heißt stressfrei online verkaufen. Keine Lust mehr auf Flohmarkt, Auktionen oder Kleinanzeigen. Wir kaufen zum Festpreis. 100% kostenfrei. Bin ich mal gespannt. Nach meinen bisherigen Erfahrungen klingt das einfach nur famos. Marke. So, die Gravur. Hurra, du hast deinen Artikel erfolgreich hochgeladen. Und angeblich soll ich schnell ein Angebot per Mail kriegen. Dann gucken wir mal, ob da irgendwas passiert. Ich werde die nächsten Tage weiterhin eBay Kleinanzeigen beobachten und am Freitag noch zum Flohmarkt gehen. Zum großen Finale. Guten Morgen. Wisemarkt, da wo ich die zwei Teile hochgeladen habe, die haben mir gerade eine E-Mail geschrieben mit es dauert, Punkt, Punkt, Punkt und einen traurigen Smiley. Also es hat sich noch nichts Neues ergeben. Ich streiche immer mehr Sachen von meiner Liste, wo ich die Sachen verkauft bekomme. It's a long way to go. Auch auf die Kleinanzeigen mit den niedrigeren Preisen keine Rückmeldung. So langsam verzweifle ich. Aber dann tut sich zumindest bei der Figur was.
Hallo, also es kam jetzt das Angebot von Wisemarkt und sie haben ein Angebot gemacht. Das ist das erste Angebot, was wir zu dieser Figur haben. Und der Preis beträgt, Trommelwirbel, 7 Euro. Ist mau. Das finde ich üppig, wenn man bedenkt, dass die das dann ja stehen haben irgendwo und weiterverkaufen müssen. Morgen früh geht's zum Flohmarkt. Das hilft mir, dass ich diese Figur nicht unter 7 Euro auf dem Flohmarkt verkaufe. Es ist 6 Uhr morgens. Es geht zum Flohmarkt. Hoffentlich kriege ich die Sachen heute verkauft und zu einem möglichst guten Preis. Also für die Waage habe ich jetzt noch gar kein Angebot vorliegen. Die musste heute vertickt werden. Die möchte ich nicht wieder zurückschleppen. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass jemand die Waage kauft. Aber ich will noch nicht aufgeben. Hier auf dem Flohmarkt am Olympiapark in München soll mein Showdown stattfinden. Da gibt es echt alles. Und ab 7 Uhr bauen die HändlerInnen auf. Ich glaube, die kennen sich hier alle und jetzt sehen sie uns hier zum ersten Mal. Ich glaube, sie denken, wir haben so richtig krassen Schüssel am Start. Haben wir doch auch. Der Stand hier kostet übrigens 12 Euro Gebühren. Ich überlege halt, ob wenn wir das Buch so daneben legen, ob das nicht so, das so degraded. Weißt du, was ich meine? Weil so sieht es ja relativ exclusive aus und dann ist es so, yo. Und ich bin vielleicht so hinstellen und dann einfach so, weil... Ihr merkt, ich bin hibbelig. Heute muss es wirklich klappen. Letzte Chance. Das Sortiment finde ich interessant. Ich bin gespannt, was da noch rauskommt. Ich habe nicht mehr. Ach, das ist alles? Nee, wir haben nur ein bisschen mit. Das macht schon was her. Danke. Ich brauche es jetzt nicht unbedingt, aber... Es macht was her, das ist doch super. Ist schon mal gutes Feedback. Ja, wirklich. Ja, ich habe auch noch so eine schöne alte zu Hause. Ja? Die ist ja eigentlich super schön. Die ist eigentlich nur zu groß. Also bei mir passt sie nicht mehr rein. Also ich habe an... 40 Euro gedacht? Mhm, ja, dafür wirst du bestimmt noch los. Kaufen will er die Waage nicht. Also heißt es warten und hoffen. Wird das noch was? Was kostet die? Ich hatte an 30 gedacht. Der eine Herr, der hier gerade rumgelaufen ist, meinte, 40 kriege ich eigentlich auf jeden Fall. Aber. Ja, 30 hat sie gesagt. Wie viel? 30. Ah, ich dachte, das ist ein Spiegel. Und hier hinten ist noch eine Anzeige, also die geht sogar auch. Mhm. Ist halt einfach groß, ne? Hast du sonst gar nichts? Nee. Die wird sich in dem Hofladen gut machen. Ja, ja, ich finde die ganz witzig. Ich finde, die sieht auch super schön aus. Die nehme ich dir ab. Ach, cool. Ja, danke euch. Macht's gut. Ciao. Tschüss, tschüss, ciao. Du verkaufst? Ich habe sie aber verkauft. Wow. Yay! Yay, hat sich das früher aufstehen gelohnt. Super. Bin begeistert, toll. Hervorragend, toll. Ja, aber sie hat auch verkauft, als würde sie es beruflich machen, also toll. Das mit der Waage hat super gut geklappt. Es war ja auch einfach ein Hingucker. Die Statue steht. Und steht. Last Man Standing hier. Und steht. Und auch für das Buch interessiert sich niemand. Ich gebe alles, sie zu verkaufen, aber es gestaltet sich einfach schwierig. 7 Euro Wisemarkt ist schon das Beste, als hier kein nichts wert. Bislang, ne? Ja. Bislang. Ich will bei Statuebesitzerin Anna nachfragen, ob es wirklich okay wäre, die Figur für 7 Euro zu verkaufen. Ich rufe sie jetzt mal an. Hallo, liebe Anna. Hallo, hallo. Es sind 7 Euro, die sie mir anbieten. Naja, es sind 7 Euro mehr als davor. Von mir hast du es going. Ja, cool. Dass sie auch einfach los wird. Okay, sehr gut. Hättet ihr mir vor 2 Wochen gesagt, Nadine, die Figur verkaufst du für 7 Euro, wäre ich richtig traurig gewesen. Jetzt, nachdem ich merke, keiner will diese Figur, und auch Anna hat mir das Go gegeben, freue ich mich jetzt eigentlich darauf, die für 7 Euro zu verticken. Und los. Angebot angenommen. Waage habe ich verkauft, Statue auch, gebe ich gleich bei der Post ab. Und fürs Buch habe ich mir was anderes überlegt. Konnte ich zwar nicht zu Geld machen, aber tue ich jetzt hier in die
Bücherbox. Und ich glaube, da freut sich jemand drüber. Kann sich für umsonst ein Buch abholen. Witzigerweise, ein paar Tage später haben sich auf eBay Kleinanzeigen zwei Leute gemeldet, die mir sogar hätten 5 Euro bezahlt. Das heißt, geduldig sein ist mein Tipp an euch und vielleicht nicht zu viel an Cash erwarten. Aber immerhin habe ich die Statue für 7 Euro verkauft und die Waage für 32. Dieses Geld geht an die Besitzerin. Die Verkaufskosten wie Standgebühren und Schätzung haben wir für das Experiment übernommen. Ich finde, sie hat sich sehr gut geschlagen, denn sie hat ja alles versucht. Sie hat sich versucht, Informationen zu beschaffen. Sie hat die möglichen Varianten abgeklappert. Und sie hat beim Flohmarkt alles gegeben. Also Glückwunsch. Toll. Trotzdem, ich konnte sehr schwer einschätzen, was unser Krempel wert war und ob sich der Aufwand mit dem Verkaufen finanziell lohnt. Dafür hat Diana Lamprecht noch einen Tipp. Viele Museen bieten Kunstsprechstunden an. Da erfahrt ihr zwar auch keinen Preis, aber ihr wisst danach, ob es sich wirklich um eine Antiquität handelt und wie häufig oder selten der Gegenstand ist. Wenn ich die viele Zeit einrechne, die ich mit dem Verkauf verbracht habe, muss ich leider sagen, schnell alte Schätze vom Dachboden verkaufen und damit viel Kohle machen, ist auf jeden Fall nicht. Außer ihr habt vielleicht Gold auf dem Dachboden. Also Gold und Silber hätten die mir alle abgekauft. Wenn ihr keine Puls-Reportage mehr von uns verpassen wollt, dann lasst uns hier ein Abo da. Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und hier habe ich mal alte Klamotten von mir umgeschneidert. Die sind super nice geworden. Und wenn euch die Tracks aus dieser Puls-Reportage oder aus generell allen Puls-Reportagen gefallen, dann klickt hier, da kommt ihr zur Puls-Reportage-Playlist. Tschüss!